Was geht, ihr geilen Schildchen? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Damit willkommen zurück zu einem neuen kleinen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ihr seht gerade, ich habe hier mal was ganz anderes am Start. Und zwar bin ich bei mir gerade so ein bisschen kanaltechnisch, ja, nicht habe umstrukturiert, aber ich versuche jetzt so nach der einigen Zeit, wo ich halt schon so ein bisschen gezockt habe, mal so alles in so bestimmte Ecken zu bringen. Und zwar möchte ich dieses, mein Mischmasch ein bisschen, umstrukturieren in dem Sinne, dass ich hier einfach mal Games spiele, die abseits von AAA sind, also abseits von Mario Maker und hast du nicht gesehen, Titel, die jeder kennt. Und zwar möchte ich hier gerne auch mal so ein paar Indie-Spiele oder Spiele spielen, die man nicht so kennt, die über deren Weg ich quasi laufe oder stolpere, wo ich mir denke, das könnte ich euch mal zeigen. Und das erste, was mir jetzt hier irgendwie in den Sinn kommt, ist Nuclear Throne. Ihr seht schon, die Grafik, ja, ist kein AAA-Titel, definitiv Single-A oder weniger. Gibt's bei Steam und ich bin darauf gekommen, weil ich es bei GameStar gesehen habe. Und zwar hat es eine 80er-Wertung bekommen. Und alle, die mich kennen, wissen, ich stehe halt total auf diesen Super Nintendo-Grafikstil. Und das Game ist so eine Art Roguelike-Shooter von oben. Und man muss halt so lange wie möglich überleben. Aussuchen kann man sich hier verschiedene, Charaktere, von denen ich allerdings nur zwei Stück zur Auswahl habe, weil ich das Spiel noch nie gespielt habe. Ich habe aber gerade das Tutorial mit diesem Crystal gespielt, der kann sich, ich zeige euch das jetzt einfach mal hier, komm, go. Die Level sind alle zufällig generiert. Ich kann hier durch die Gegend laufen und hier auf meine Gegner schießen. Ich habe limitierte Munition. Oben links sieht man meine Lebensanzeige. Auf rechts hier kann ich meine Fähigkeit einsetzen, und zwar, dass ich mich kristallisiere und damit halt eben allen möglichen Schaden abwehren kann. Und der Ziel des Spiels ist es quasi, der Ziel des Spiels 069, das Ziel des Spiels ist es, jeweils bis zum Ende, was habe ich denn hier bekommen, eine Wrench? Nice. Lol, damit kann ich auch Sachen zurückschlagen. Ziel des Spiels ist es, immer die Ebenen zu clearen und so tief wie möglich in den Dungeon einzudringen. Ja? Das bedeutet, ich muss aber auch hingehen und die ganzen Gegner hier töten. So, wie zum Beispiel da. Was das allerdings ist für ein... Hey, ich wollte doch das Ding einsammeln! Jedenfalls stellt sich das irgendwann auch als ziemlich schwierig heraus, denn man sieht schon, man bekommt von allen Seiten, bekommt man hier auf die Schnauze. Und man muss halt eben gucken, dass man das hier lange, so lange wie möglich... Ich bin gestorben. Ich habe das Spiel wie lange jetzt gespielt? 2 Minuten? Du hast jemanden... Ich habe aber immerhin einen Charakter geunlockt, den wir uns jetzt mal direkt angucken. Melting. Melting hat less max HP, aber macht... Was heißt denn? More Rats. Explode Corpse. Achso, seine Fähigkeit ist quasi... dass ich Leichen explodieren lassen kann. Oder wie sieht das aus? Wow! Ah, okay, per Rechtsklick. Alle Leichen, die ich hier habe, kann ich explodieren lassen. Ah, nice, okay. Man sieht aber auch, ich habe da oben nur 2 fucking HP. Heißt also ein Hit und ich bin down. Okay, alles klar. Das Problem ist nur, was bringt mir das... Oh, okay, das war jetzt quasi der Sinn der Sache. Was habe ich denn hier? Ah, okay, wieder so eine Wrench. Ja gut, aber zumindest wollen wir mal gucken, dass wir hier mal ein paar Ebenen erreichen. Die halten aber auch übelst viel aus, die Gegner. Wenn er mich jetzt hier... Da ist er. Wenn er mich nämlich erwischt, dann war es das. Ich muss mega aufpassen. Ich habe mir das Spiel halt einfach deshalb mal runtergeladen, weil... es einfach so eine Art... Ja, ich muss eben gucken, dass ich so weit wie möglich komme, und das bietet dann einfach Rage-Momente. Definitiv. Hoffe ich jetzt jedenfalls. Level up. Ich darf jetzt eine Fähigkeit auswählen, oder was? Extra feed, more speed. Bloodlust, some kills, regenerate HP. Das bringt mir nichts, weil ich sowieso mit einem Schuss sterbe. Slower enemy bullets. Oh, das finde ich nice. Langsamere Gegnerkugeln bieten mir mehr Möglichkeiten auszuweichen. Und ich habe am Anfang auch nur diesen komischen... Wow! Wenn ich so ein komisches Vieh in die Luft sprenge, je krasser die Leiche ist, desto heftiger ist die Explosion, oder wie sieht das aus? Das ist natürlich nice. Okay, aber dann lass uns mal die ganzen Viecher hier killen. Oh, ich habe nur noch... Wie viel Munition? Was ist das jetzt hier? Was habe ich denn jetzt hier? Wow, ein Lasergewehr. Okay, alles klar.
One-Hit, wie ich das sehe. Die Frage ist jetzt, kann ich mich auch selbst verletzen mit meinen Explosionen? Das weiß ich nicht. Ja, nice. Und damit ist die Munition auch schon wieder alle. Aber egal, was habe ich bekommen? 18 Explosives. Da oben ist Munition. Ja, aber leider nicht für meine... Ah, ich habe einen Crossbow bekommen. Kann ich jetzt eigentlich auch hingehen und... ich kann sowohl Assault Rifle als auch Crossbow haben. Das ist nice. Aber irgendwie... Wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwas fehlt ja hier. Ich muss ja hier irgendwie in den nächsten Abschnitt kommen. Ah, hier wahrscheinlich. Ah. Okay, da ist das nächste Portal. Also, mir persönlich macht sowas halt immer ganz... Ich finde, sowas ist halt perfekt eigentlich für ein Handy-Game, weil solche Sachen kann man ja auch auf dem Handy relativ gut zocken. Higher Rate of Fire. SHP gets lower. Ja, weniger als jetzt kann man die sowieso nicht haben. Corpse fly and hit harder. Enemies touching you take damage. Ne, das wollen wir ja sowieso nicht. Ich nehme jetzt einfach mal mehr HP, weil ich habe sowieso kaum. Und jetzt habe ich zumindest schon mal 6. Okay, alles klar. Das hält sich ja alles noch relativ in Grenzen hier. Was ist denn das hier? Big Bennett? Oh geil, ein Grenade Launcher. Das ist natürlich nice. Ach, das ist der Endgegner hier. Ah, ich hab ihn gefickt! Nice. Ja, den Grenade Launcher sollten wir wohl mal mitnehmen, wa? Scheiß Crossbow, den braucht sowieso keinen Schwanz. Also die Fähigkeit, Leichen explodieren zu lassen, ist natürlich schon sehr nice. Okay, komm. Bam! Hä? Die verfolgen mich, die Dinger, oder was? Ah, das ist eine vollautomatische. Oh, das ist fett. Okay, verschwendet natürlich übelst Munition, aber... Oh! Bam! Oh, da unten ist noch so ein scheiß Endgegner. Oh Gott, wie viel Schaden der macht! Aber der hat ziemlich viel Kram, den man einsammeln kann. Ich weiß nur noch nicht so genau, was bringen mir denn diese grünen Dinger, die man hier ständig einsammeln kann. Mal abgesehen davon, dass ich mehr, Leben brauche. So, Level geschafft, nächste Mutation. Was können wir da? Homing Bolts. Shells bound further. Push through a limited number of walls. Okay. Was sind denn Ho... Okay. Zielsuchende Kugeln habe ich jetzt, oder wie sieht das aus? Oh, nächstes Level. Ah, Tatsache, die suchen sich jetzt ihr Ziel selbst. Das ist nice. Aber zumindest bis zum gewissen Grad. Oh nein! Na, immerhin ein neues Viech. Was kann das denn? Wow, ich hab's bis zu Stage 2 von 1. Wie weit geht denn das hier noch? Ja, komm, scheiß drauf. Ich probier jetzt mal diesen komischen Fisch aus. Was kann der denn? Der kann rollen. Oh, nice. Okay, was auch immer. Ja, okay, ist ganz cool. Aber nicht so nice wie Leichen explodieren zu lassen. Oh, jetzt bin ich gerade wieder in diesem Battle mit diesem komischen Typen hier. Ich habe immerhin noch... Oh, lol, meine beiden Waffen benutzen die gleiche Munition. Ja! Da habe ich ihn! Aber ich habe nur noch 3 HP. Heißt also, was kann ich denn jetzt hier machen? Impact Wrist. Okay, Enemy Bullets. Was? Ach, slower. Plus maximal 4 HP. Das Problem ist, kriege ich dann jetzt auch welche drauf? Aber ich probiere es jetzt. Ja! Ich kriege welche oben drauf. Das Ding ist, ich habe jetzt gerade so eine Fähigkeit. Ich kann ja hier so ein Wasser... Oh! Oh, oh, oh! 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 Der komische... Ich habe jetzt so einen komischen Wasserschub, den ich hier unendlich oft benutzen kann. Weil das ist so die Spezialentwicklung von dem, die ich gerade bei den ersten Leveln hatte. Die ich jetzt allerdings gekackt habe, ja. Die ich gekattet habe! Weil es sonst nämlich zu lange dauert. Oh, komm her. Bin mich mal gespannt, wie weit ich jetzt hier komme diesmal. Das Schöne ist, dass ich jetzt relativ viel Munition habe mit dem komischen Typen hier. Da oben ist so ein Bandit, okay. Da ist so ein fieser Frosch, der explodiert. Aber was ist hier drin? Eine neue Waffe? Sledgehammer. Ah, komm, her. Oh, der ist nice. Kann man da zumindest mal ausprobieren, was der kann.
Puff! Ist hier sonst noch jemand? Hallo? Ah, da oben ist so ein komischer. Hier, fick dich. Hier ist Ammo drin. Und ab dafür. Okay, ich hab jetzt. Was? Hä? Was war das denn jetzt? Ich hab mit meinem Hammer auf ein Auto gehauen und bin explodiert? Wow! Okay, dann probiere ich es mal jetzt mit diesem komischen Eis. Ich kann im Dunkeln sehen und habe Telekinese-Fähigkeiten. Da bin ich auch mal gespannt, was die können. Ja, okay, ich habe jetzt Telekinese. Und? Was kann das jetzt? Ah, wow. Ich kann mir alles ranziehen quasi. Also sowohl Munition als auch alles, was hier so rumliegt. Ah ja, wow. Ist ja voll die krasse Fähigkeit. Der Krieger am Arsch. Die kann ja überhaupt nichts. Oh, da ist er wieder. Habe ich noch Munition? Oh, das sind zu viele Dinger. Oh! Schluck! Schluck! Bam! Bam! Ja! Ich hab ihn geschafft! Oh, das war ja voll easy, da kann er überhaupt gar nichts. Ah! Guck mal, eine Fähigkeit, damit ich dem Tod einmal von der Schippe springen kann und mit vollen HP in der nächsten Runde lande. Ja, okay, alles klar. Oh, alles klar, jetzt bin ich wieder hier in den komischen. Aua! Boah, ich möchte die Fähigkeit nicht jetzt schon direkt benutzen. Lol, bin ich jetzt gerade schon gestorben? Warum habe ich den Toten, diesen Halo über mir drüber? Wow. Okay, da bin ich jetzt mal gleich gespannt. Oder, ah, nee, den habe ich deshalb, weil ich die Fähigkeit habe. Das kann natürlich auch sein. Erst mit den ganzen scheiß Ratten hier wegpusten, ey. Weg mit euch. Auch weg. Oh, die bewegen sich. Ah, die bewegen sich so total. Ich sag mal, dass man das so unfall. Was ist das denn? Ein Rattenkönig? Was gibt es denn hier für Gegner? HP, das ist nice. Ich muss ein bisschen auf meine Ammo aufpassen. Jetzt kommt mal ran hier. Ah, oh, schön. Ammo! Health! Wie auch immer. Ja, könnt ihr jetzt mal herkommen? Ja, hier, stirb. Stirb, stirb, stirb. Aua! Ey, die machen aber auch direkt 2 Schaden oder so, ne? Okay. Was liegt denn hier alles auf dem Boden? Kann man aber alles irgendwie nicht einsammeln, ne? Na, komm, weg mit euch. Oh, da können wir jetzt mal richtig reinnudeln, ey. Aua! Boah, diese scheiß Mistviecher, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Ich brauche auf jeden Fall mal Waffen, die mehr Schaden machen. Oder schneller schießen. Was soll ich denn mit einer Schaufel? Okay, kann das was? Ja, nee, möchte ich nicht behalten. Hier, Rattenkönig weghauen. So ist wunderbar. Nächstes Level! Ah, jetzt sind wir hier wieder in diesem, au! In diesem anderen komischen Level, au! Oh, oh, ein Sniper! What the fuck? Okay, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Moment. Oh! Ja, komm, fuck off. Ah, ich kann mir das alles an mich ranziehen. Das ist nice. Und das nach. Oh, ne! Komische Mimikrie, wie auch immer, so eine Mimikkiste. Pop-Rifle. Ah, das ist die schnelle. Und das ist wieder der Sledgehammer, den möchte ich nicht haben. Ich hasse Nahkampf, finde ich scheiße. Was ist das hier? Ein Auto, das explodieren kann, ne? Ja, wie auch immer. Oh, das Vieh kann fliegen. Ja, kein Problem, auf Wiedersehen. Nein, ich will mich noch umgucken. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, okay, dann nächstes Level. Haha, ich komm vorwärts. Machine Gun brauche ich nicht. Was ist das? Kann das wie Feuer spucken? Ja, scheiß drauf. Ah, was? Aber ich kann doch nochmal, oder? Retry? Ach komm, fick dich! Oh, was kann denn die scheiß Pflanze? Die ist schneller und ich kann Enemies fressen, oder wie sieht das aus? Ja, und jetzt? Kann ich die jetzt fressen oder nicht? What? Was ist das denn? Per Rechtsklick. Ah, ich kann Enemies langsamer machen. Okay, das ist natürlich nice. Das ist wiederum auch nicht verkehrt, die Fähigkeit. Warte mal. Oh, jetzt steht er da und kann sich nicht bewegen. Haha, was ein Lappen, ey. Nice. Okay, das ist echt eine fette Fähigkeit.
So, diesmal mache ich das aber. Diesmal mache ich das, Freunde. Oh, oh, oh. Nö, 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 Freundchen, das läuft, Leute. So läuft das aber nicht. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Das Schöne ist, bei diesen komischen Ninjas, ich hab das gerade gesehen, die stellen sich, glaube ich, tot. Und ich kann jetzt mit meiner Fähigkeit, kann ich jetzt die ganzen Leute, alle, die weniger als 33% AP haben, die werden jetzt von meinen komischen Dornenranken gefinisht. Das ist ganz nice. Und das ist gerade für Bosse ist das Ding der Hammer, weil die einfach sofort gestunt werden. Oh, jetzt muss ich immer ein bisschen reinballern! Alter, stirb. Okay, eine Truhe. Warte mal, das Ding kann doch explodieren, ne? Boah! Okay, da kommt noch so ein komischer Ninja angelaufen. Ah, der war das Portal, sehr schön. Oh, die ganzen scheiß Sniper. Nö, 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 nö. Aua, aua! Nein, nö! Das ist so assi, das macht so unfassbar viel Schaden einfach nur. Habe ich jetzt mal jemanden freigeschaltet? Nein, deine scheiß Mutti, ey. So, da würde ich jetzt erstmal sagen, das Spiel kann mich jetzt für heute erstmal. Alter, ich bin so weit gekommen und kriege trotzdem auf die Schnauze. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal ein kleines Antesten, was das angeht. Weil, wie gesagt, ich habe das Spiel gesehen und ich muss sagen, es macht auf jeden Fall auch ein bisschen Laune. Auch wenn es ein bisschen frustrierend ist, dass man extrem viel Schaden bekommt. Aber ihr könnt auf jeden Fall mal einen Kommentar unten drin lassen, was ihr davon haltet, wenn ich mit den ganzen Mischbattles jetzt mal so ein bisschen auch mit Indie-Titeln mische. Zumindest, wenn mir irgendwas Gescheites über den Weg läuft. Vielleicht bringe ich auch meine PPs, wenn denn mal wieder welche kommen sollten, bringe ich dann da unter. Sagen wir nochmal, wie ihr das Spiel findet. Ich weiß nicht, ich könnte natürlich mal eine kleine Compilation daraus machen, wie wir immer zumindest mal versuchen, wie weit ich komme. Und ja, würde ich es einfach mal sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle wieder immer recht herzlich fürs Zuschauen. Macht euch noch einen wunderschönen Abend, ihr ganz Schnittchen, und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ein neues Video, Hadi, Miau!